habe ich von meinem von Silke. Mein Name ist Jan Peters, ich bin Filmemacher und habe auch eine halbe Professur für Film und bewegtes Bild an der Kunsthochschule Kassel hier. Erstmal hallo. Hallo. Ich heiße Alicia. Du bist Jan. Aber warte, eigentlich andersrum, oder? Eigentlich andersrum. Hallo Alicia, ich bin Hi. Jan. Freut mich, dass du heute da bist. Vielleicht magst du uns erstmal so ein bisschen was über dich erzählen, was dich als Filmemacher ausmacht, was vielleicht deine Arbeit auch ausmacht. Ich mache schon sehr lange Filme, ich bin auch schon etwas betagter. Und es kam dazu, dass ich vor gefühlten 12 Jahren zum ersten Mal mit einem Film aufs Kasseler Dogfest eingeladen worden bin und den hier gezeigt habe. Und sich darauf eine Freundschaft mit dem Dogfest entwickelt hat. Und dann habe ich auch noch später und ganz unabhängig davon eine Professur gekriegt hier an der Kunsthochschule, habe eine halbe Stelle und bin an der Kunsthochschule für Film und bewegtes Bild zuständig. Und daraus hat sich dann entwickelt, oder das beides zusammen und mein Engagement in Kassel führt dazu, dass ich ja den Ehrenpreis kriege vom Dogfest. Und das bedeutete, dass ich mit einer Arbeit an der Monitoring-Ausstellung teilgenommen habe und die ist jetzt hier zu sehen. Erstmal von uns und auch von der Hochschule in Mainz ein richtig großes Glückwunsch an dich, dass du diesen Ehrenpreis heute bekommst. Es liegt ja auch daran, dass du seitdem jedes Jahr am Kasseler Filmfest ja immer vertreten warst, richtig? Also du hattest immer eine Ausstellung, wo du doch präsentieren konntest. Jetzt nicht wirklich ich als Eigenkünstler, sondern ich habe immer mit Studierenden, oder nicht ganz immer, ich habe sehr regelmäßig, sehr häufig mit Studierenden zusammen verschiedene Projekte gemacht und die wurden dann ganz oft hier präsentiert. Jetzt eine andere Frage. Ja. Es gibt nämlich ein Projekt von dir, bei dem es darum geht, dass du dich doch jedes Jahr an deinem Geburtstag einmal selber filmst. Ja, ich habe ja hier vor einigen Tagen angefangen als Bühnenbildhospitant hier im Theater. Ich habe ein ziemliches Problem gekriegt und zwar ein Problem, was ich sonst nie habe. Ich habe natürlich mehrere Probleme, aber eins davon ist wirklich ziemlich schlimm. Und zwar, weil das hier so riesig ist am Theater und so verschachtelt, ist mir was passiert, was mir sonst nie passiert. Ich habe nämlich total hier Orientierungsschwierigkeiten und das nervt mich unheimlich, weil sonst verliere ich eigentlich nie die Orientierung. Und hier ist es jetzt so, dass ich... Entschuldigung. Ich baue das gleich wieder ab. Das ist ja jetzt natürlich ein bisschen peinlich. Ich wollte natürlich, dass es keiner merkt. Ich habe die Kamera nur heimlich mitgenommen. Ich habe die nämlich mitgebracht, weil ich dachte, auf diesen Filmenden, die ich noch habe, filme ich einfach hier die Gänge. Und dann, dadurch, dass ich es filme, ich filme das einfach nur so nicht, um zum Entwickeln. Ich habe das Material auch mehrfach benutzt und immer wieder gefilmt. Nur dadurch, dass ich es durch die Kamera ansehe, verstehe ich hier die Wege. Aber das Problem ist, dass ich es einfach nicht verstehe. Man kann es nämlich auch gar nicht verstehen, weil die bauen hier so fiese Tricks ein. Zum Beispiel an dieser Stelle hier sind hier so 3 verschiedene Türen. Das kann man jetzt nicht sehen. Da müsste ich die Kamera zudrehen. Und diese Türen sind ganz hinterhältig. Ich merke mir immer, die sind auf dieser Seite grün. Wenn ich da rauskomme, sage ich mir, ich merke mir hier diese grüne Tür, ja, und dann komme ich wieder zurück und denke, komme die Treppe hoch, wo ist denn jetzt diese grüne Tür? Dann sind nämlich hier 3 weiße Türen und ich denke, ja Mensch, aber diese grüne Tür, die ist ja weg. Was genau hat es damit auf sich und ist es nicht auch sogar ein bisschen komisch, wenn man sich selbst immer sieht, hat es nicht auch so ein bisschen auch ein Unwohlsein, sich selbst quasi immer sehen und sich mit sich selbst auseinandersetzen zu müssen oder wie ist das für dich? Tatsächlich war das so, als ich dieses Projekt angefangen habe. Dieses Projekt ist ja zufällig zu mir gekommen, da war ich selber noch Student und hatte eine Super 8 Filmkamera mit Ton. Das war, ist so eine, sozusagen ein Dead End der Mediengeschichte. Ne? Da wollte die Super 8 Filmindustrie dem aufkommenden Video Konkurrenz machen, weil Ton und Bild ist ja eigentlich getrennt beim Analogfilm. Und da haben sie ein Gerät gebaut, wo das beides zusammen ist. Was ein bisschen unsinnig ist, weil beim Film ist es ja so, dass da beim Bildfenster gar nicht der Ton aufgezeichnet wird. Der Ton kommt erst bei der Vorführkopie raus und der Tonabnehmer ist 20 Bilder weiter vorne. Das heißt, der Ton, der zu diesem Bild gehört, ist, der ist schon durch. Ne? Komplizierte ja, Arbeit. Genau, und deshalb kann man das auch gar nicht schneiden. Und ich hatte so eine Kamera als Student und wollte die ausprobieren und hatte von meinem damaligen Professor eine Rolle Super 8 Tonfilm bekommen und habe dann relativ spontan mich vor die Kamera gestellt und über mein Leben geredet, ein Selbstporträt gedreht und hatte in dem Moment auch das Gefühl, das ist eine Sache, die verstößt eigentlich so gegen das, was an der Kunsthochschule einem beigebracht wird. Da wurde eher so Cinema Verité gelehrt oder American Underground, also Experimentalfilm und sowas Selbstbespieglerisches, das hatte ich das Gefühl, das ist sozusagen meine kleine Revolte. Und die habe ich dann, damals musste man diese Kassetten, Analogfilm zu Kodak schicken, die Entwicklung war mit drin und die kam dann 14 Tage später zurück. Und ich habe sie mir dann angeguckt selber, ich hatte einen Super 8 Projektor, einen ziemlich großen, einen der größten, die von dieser MOGS 1200 Serie. Und ich war auch total entsetzt, das war wie wenn man seine
Stimme zum ersten Mal auf Tonband hört. Ne, mhm. Das war irgendwie unangenehm. Ich habe es in die hinterste Ecke von der Schublade gesehen und gedacht, okay, das vergessen wir mal wieder. Aber ein paar Mitstudierende, die sind auch Super 8 Filme gemacht haben, die sind immer zu mir gekommen abends, immer mal wieder, so alle paar Monate, um ihre Super 8 Sachen zu sehen, weil ich diesen fetten Projektor hatte. Und an so einem Abend, unter Einfluss von Alkohol, hatte ich dann natürlich den Mut, habe ich diese Rolle wieder rausgeholt und habe sie gezeigt. Und die fanden das total witzig. Und dann habe ich noch gedacht, naja, die waren auch betrunken, deshalb finden sie es witzig. Aber um neues Material zu bekommen, musste man eben immer zeigen, was man gemacht hat. Und dann wollte ich neues Material haben. Da habe ich gesagt, okay, ich zeige jetzt diese Rolle mal dem Professor im Plenum an der Kunsthochschule. Und auf dem Weg dahin habe ich noch gedacht, inspiriert von diesen Jugendbüchern, die ich gelesen hatte aus der Roro-Rotfuchs-Serie, ich bin 14, habe ich gesagt, okay, die Rolle heißt Ich bin 24, weil ich war 24 und habe die da gezeigt und auch da wieder, ist gut angekommen. Dann wollte ich ja eigentlich Experimentalfilmer werden, habe mir gesagt, ach naja, jetzt schicke ich, meine ganzen Experimentalfilme sind immer auf Festivals abgelehnt worden, jetzt schicke ich mal die auf Festivals. Und die wurde dann auch gezeigt mehrfach, zwar immer so in der Eject Night oder in der Trash Night oder so, ne, an dieser Lieblinge der Auswahlkommission-Ecke, aber trotzdem war das so ein, war ich ganz stolz, mein erster irgendwie Erfolg, halbwegs. Und dann war das aber vorbei. Ich wollte wieder richtig tolle Experimentalfilme machen. Und bin auf einer Ausstellungseröffnung gewesen, ungefähr ein Jahr später, und mit dem Prof dann zufällig im Bus zurückgefahren. Und dann sagte der zu mir beim Aussteigen, wann kann ich denn Ich bin 25 sehen? Und dann auf dem Weg nach Hause so, oh Mist, das muss ich jetzt jedes Jahr machen. Und dann hatte ich dieses Projekt und habe es jedes Jahr gemacht, dieses Selbstporträt auf Super 8. Habe mich dann aber ziemlich schnell daran gewöhnt, mich selber zu sehen und zu sprechen. Habe dann auch schon mehr reflektiert gearbeitet, eigentlich schon mit der Idee, dass es für ein Publikum ist. Deshalb bin das auch nicht ganz ich, sondern es ist auch irgendwie eine Figur, eine Rolle, die ich mir aufbaue. Ne? Ich sage nicht alle Wahrheiten über mein Leben in diesen Rollen. Und dann habe ich es, als ich 30 war, zum ersten Mal veröffentlicht, die ersten 7 Rollen. Dann nochmal, als ich 40 war und jetzt 30 Rollen, weil ich bin jetzt schon 53. Sieht man die aber gar nicht an. Ah, danke. Ja, aber es ist total spannend zu sehen, dass man sich eben auch, sag ich mal, als Regisseur quasi für seinen eigenen Film, aber auch als Schauspieler sehen kann. Und ich finde, dadurch bekommt man Bezug zu beidem auch und man kann sich mit beidem auch auseinandersetzen, wie es ist, eigentlich hinter der Kamera zu stehen und auch vor der Kamera. Also ist es doch eigentlich, man kann sich viel mehr damit auseinandersetzen, hat ein ganz anderes Gefühl dann dazu, nehme ich an. Ja, klar, obwohl ich würde schon sagen, dass diese Art, wie ich da arbeite, oder diese Art von Schauspiel, die ich da aufführe, das ist kein klassisches Schauspiel. Ich kann auch nur diese eine Rolle, ich habe nicht so große schauspielerische Fähigkeiten. Und es geht dabei auch ganz stark um das, was bei einem konventionellen oder klassischen fiktionalen Film vermieden werden würde. Das geht bei mir darum, das gerade einzubauen, die Brüche, die Versprecher, den Satz nicht richtig hinzukriegen, das falsche Wort zu benutzen und so. Ich habe mehrfach dann auch eine Rolle nochmal gedreht, weil ich dachte, ach, da habe ich mich jetzt aber so verplappert, das geht gar nicht. Und dann hinterher bei der Zusammenstellung, manche von den Jahren sind so, dass es gibt nur eine Rolle, andere Jahre, da gibt es vielleicht 4 zur Auswahl. Und ganz oft habe ich dabei gemerkt, für dieses Projekt ist es eigentlich das Tollste, ist es ganz oft sinnvoll, wenn was schief geht, wenn es nicht richtig läuft, wenn ich mich verhaspele, verspreche, wenn die Kamera stehen bleibt oder so. Das ist eigentlich eher, das unterstreicht diesen, den Charakter dieses Projektes. Es ist so eine brüchige, ein Angebot, ich mache ein bisschen eine Oberfläche, ich zeige mich. Genau, das gibt was Authentisches und so. Ne? Und es gibt dann so komische Wunder. Ich weiß nicht, ob ihr das auch gesehen habt, in diesem einen Film, wo ich am Fenster sitze, da rede ich dann, sage immer, ich warte darauf, dass der Trecker, der eigentlich ein Panzertransporter von Krauss Maffei ist, worauf ich darauf aufmerksam machen will, große Waffenproduktion in Deutschland, dass der durchs Bild fährt. Da fährt kein Trecker, aber stattdessen erzähle ich alles mögliche andere, dass ich zum Arzt geradelt bin, in dem Moment radelt ein Radfahrer aus meiner Hüfte sozusagen raus und an der anderen Stelle spreche ich über was über Krankheit, dann kommt der Notarztwagen und biegt ab und so. Er meint, er kennt mich ja gar nicht, ich war erst einmal da gewesen wegen der Grippe und er könnte mir jetzt nicht ruhigen Gewissens meine Gesundheit bescheinigen, deshalb müssten wir extra noch Blut abnehmen und Blutbild machen. Da bin ich also, als ich wieder in der Kassel in Berlin war, in der Woche drauf zum Arzt geradelt. Der schwerste Morgen meines Lebens, es hat total geregnet. So lustige Zufälle, die dann da entstehen, die auch was damit zu tun haben. Es geht immer, es ist so ein Spiel mit dem Schiefgehen, mit dem Scheitern, mit dem es dann doch richtig machen und so. Das ist, glaube ich, eine andere Art, als wenn man bei einem inszenierten Film Schauspiel macht. Da macht man es so lange, bis es sitzt und da bin ich dann wahrscheinlich auch der Falsche. Sind Sie ja auch ein sehr angesehener Dozent und da Sie jetzt auch gerade von den Studierenden sprechen, da
ist es für uns ganz interessant, was sind denn eigentlich so Ihre Werte, die Ihnen sehr am Herz liegen, die für die Studenten auch wichtig sind auf ihrer Reise quasi als Filmemacher, wo Sie sagen, das ist mir ganz wichtig, das möchte ich den Studierenden weitergeben. Oder vielleicht habe ich auch einen Tipp, den ich einem jungen Filmemacher mit auf den Weg geben möchte. Ja, für Tipps. Na, ich glaube, was ich oder wie ich versuche, die Lehre hier zu gestalten, ist schon, dass wir, soll sehr dialogisch sein. Also das ist nicht so, dass ich jetzt das Programm habe und wüsste, wie es geht. Ich glaube auch nicht, alleine wenn man meinen Werdegang wiederholen würde, das wäre eine andere Zeit, das würde heute wahrscheinlich auch nicht mehr so gehen. Aber ich finde, man kann das Angebot machen, dass man in einem Dialog, in einem gegenseitigen rausfinden, wer man ist, auch mit einer Gruppe, und eine Offenheit, Sachen auszuprobieren, gerade diese Zeit in der Ausbildung, wo man eben noch keinen Auftraggeber dahinter hat und noch relativ wenig Druck, wo man so eine Art Freiraum bekommt, gerade an der Kunsthochschule, weil bei uns an der Kunsthochschule sind keine Module zu erfüllen, ne? Das ist auch noch ein großer Vorteil, dass man diesen Freiraum nutzen kann, um Sachen auszuprobieren und auch keine Angst haben sollte, was zu machen, wo man hinterher nicht mit zufrieden ist. Ne? Weil das ist jetzt die Chance, dass man es ausprobiert. Später wird das schwieriger, was auszuprobieren und nicht zufrieden sein. Und auf diesem Weg finden viele, ganz oft, und dabei helfe ich gerne, da ihre Art, sich mit Film und bewegtem Bild irgendwie Themen zu bearbeiten, eine Form zu finden, Themen und Inhalte, ne? Und da sich zu entwickeln und am Ende mit was loszugehen, mit dem sie dann weiterarbeiten können und aus einer Position raus, wo sie dann wissen, wie, nicht nur wie es geht, aber auch wer sie dabei sind und wo ihre Haltung da drin ist. Das ist der Versuch. Ne? Ich bedanke mich recht herzlich für dieses Interview und dass Sie sich die Zeit auf jeden Fall dafür genommen haben. Dann wünsche ich Ihnen noch ganz, ganz viel Spaß auf dem Filmfest des Weiteren und vielleicht sieht man sich ja bald mal wieder. Ja, würde mich freuen. Dankeschön. Danke. Meine To-Do-Listen aufgehängt, die sind ja in der Serie mit den dreiminütigen Filmen auch mehrfach Thema. Das ist so eine Form für mich, den Alltag zu organisieren. Ich habe so ein System, dass ich irgendwie, damit ich über die wichtigen Sachen des Lebens nachdenken kann, über den Sinn und solche Sachen, dass ich den Alltag irgendwie fernhalten, aus den Gedanken halten will. Deshalb schreibe ich alles, was ich erledigen will, immer in so Bücher rein und lege es für bestimmte Tage fest. Und dann bin ich frei und erst, wenn ich mich dann wirklich um diesen banalen Kram kümmern will, kann ich dann dieses Buch aufschlagen und das abarbeiten und sonst habe ich den Kopf frei. Das ist die Grundidee. Leider führt das aber dazu, dass ich dann sehr viel damit zu tun habe, weil ich schaffe nie alles an einem Tag zu erledigen, dass ich mich morgens immer finde und durchgehe, was ich alles erledigt habe, das streiche und das, was ich nicht streiche, wieder übertrage. Weshalb das sehr viel Übertragearbeit ist. Aber ich habe mir immer gesagt, andere Leute machen Yoga oder Meditation. Ich mache halt Übertragen morgens. Und so sind über die Jahre, ich habe damit, man sieht das hier unten, ganz früh angefangen, so in den späten 80ern, hier sind die ersten kleinen To-Do-Listen drin, das sind aber auch zum Teil noch einfache Kalender und ab hier, ab 86, werden das dann nur noch Hefte aus To-Do-Listen. Und ich habe in diesem Raum von 2.6.97 alles aufgehängt und bin dann bis 98 das nächste Heft, dann geht es hier weiter, noch ein 98er und hier hinten endet es dann mit 1999. Also ich habe es geschafft, drei von diesen To-Do-Heften aufzuhängen, aber man sieht da drüben den zweiten Stapel. Da liegen die To-Do-Listen bis letztes Jahr. Als ich es gehängt habe, habe ich gedacht, es ist ja alles durchgestrichen und damit ist auch klar, es ist nicht der Inhalt gemeint. Am Eröffnungsabend habe ich dann gesehen, dass hier ganz viele Leute standen und sich das so durchgelesen haben. Und da habe ich mich ein bisschen erschreckt, weil da stehen ja auch so Sachen drauf, die sind gar nicht wirklich gemeint, dass sie veröffentlicht sind. So stehen da jetzt, glaube ich, ich habe noch keine Fiesheiten gefunden, aber da stehen zum Beispiel auch viele Telefonnummern drauf. Von Leuten, die auch andere Leute kennen, die nicht ganz unbekannt sind oder so. Das hatte ich nicht bedacht, als ich es gemacht habe. Aber ich hoffe, dass mir das keiner krumm nehmen wird. Datenschutz nicht respektiert. Ja, und hierfür habe ich das nochmal auf eine andere Art sichtbar gemacht, wo ich einfach die gesamten Bücher nochmal Seite für Seite abgelichtet habe. Jede Seite ist dann in dieser Version jetzt ungefähr eine Sekunde zu sehen und so wird das Ganze, ein ganzes Leben durchgestrichen, wie in einer Gefängniszelle, wird durchgeblättert, von vorne nach hinten.
Also es ist immer, dass sich von aktuell auf die, in die Zukunft zurückarbeiten. Um am Ende zu dem, was ich am liebsten mache, zu kommen. Und das, ich sag's mal ein bisschen leiser, weil ich halt nicht stören will, das sind solche kleinen Filmchen drehen. Das ist der, wie ich 30 Jahre alt war. Und die laufen jetzt hier durchgehend 90 Minuten, 30 Rollen nach 3 Minuten. I can't forget, but I don't remember what.